Auffindung der Ramsesstadt war es so, dass quasi jede Siedlung im östlichen Nildelta, die eine größere Anzahl von ramessidischen Objekten enthielt, mit der Ramsesstadt im Laufe der archäologischen Geschichte identifiziert wurde. Es verdichtete sich dann durch ein besonders großes Aufkommen der Ort Tanis, sodass gesagt wurde, in Tanis sei die Ramsesstadt. Das aber wurde angezweifelt sehr früh, zu einem frühen Zeitpunkt, von den ägyptischen Archäologen Mahmud Hamza als auch Labi Pabashi in der Folge von Hamza identifizierten die Region um die moderne Ortschaft von Kantir mit der Ramsesstadt, weil dort eine große Anzahl an Monumenten herauskamen, die die Bauern bei ihren Ackerarbeiten, beim Pflügen und beim Herrichten der Felder gefunden hatten. '78 fragte der Leiter des Österreichischen Archäologischen Institutes Kairo, Professor Manfred Bietag, bei Dr. Arne Eggebrecht an, ob Hildesheim nicht daran interessiert sei, mit ihm gemeinsam in der Region, die Manfred Bietag als die Hauptstadt der Hyksos identifiziert hätte und als, wie er eben auch meinte, in der Folge von den Untersuchungen Hamsas und Habaschis sich die Ramsesstadt I befunden habe, zu arbeiten und dort archäologische Untersuchungen durchzuführen, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert werden sollten. Der Grund für die Anfrage in Hildesheim liegt darin, dass sich in Hildesheim Stelen befinden, die nach einer Ortschaft benannt werden, die mit der Ramsesstadt nichts zu tun hat, nämlich die Ortschaft Horbet, ebenfalls im Nildelta gelegen. Und diese sogenannten Horbet-Stelen, so wurde gesagt, sollten eigentlich ursprünglich an den Häusern, den Wohnhäusern der Ramsesstadt als Türschilder eingelassen gewesen sein und sich somit in der Ramsesstadt befunden haben. 74, nämlich die größte Sammlung an Horbet-Stelen, hatte Wilhelm Pelizaeus zusammengetragen und im Rahmen der Schenkung seiner Sammlung der Stadt Hildesheim vermacht. Im Frühjahr 1978 fand ein erstes Gespräch und Treffen zwischen dem Leiter des Österreichischen Archäologischen Institutes, Professor Manfred Bietag, und dem Direktor des Pelizaeus-Museums Arne Eggebrecht in Hildesheim statt, an dem auch ich und zu dem auch ich eingeladen war. Denn es ging darum zu überlegen, ob und wie man eine Grabung eben in der Ramsesstadt, in der Region, die als Ramsesstadt von Habaschi und Hamza identifiziert worden war und auch von Bietag, arbeiten könnte. An dieser Sitzung nahm ich teil und so wurde ich dann eben von den beiden genannten Freunden und Kollegen zum Grabungsleiter ins B ernannt und konnte dann über 40 Jahre hinweg, finanziert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit jährlich namhaften Zuschüssen, eine der größten stratigraphischen Flächengrabungen Ägyptens vor Ort durchführen und mich über 40 Jahre mit nahezu jährlichen ständigen Grabungen von ca. 2,5-3 Monaten und manchmal auch einem fast halben Jahr Dauer dort unten aufhalten, um der Siedlung im alten Ägypten, der Ramsesstadt, auf die Spur zu kommen.